Eine alte Dame im Altersheim blickt zurück auf ihr Leben und ihre Entscheidungen. Barbara Jelin und Thomas von Steinecker stellen in dem Comic Der Sommer ihres Lebens die Frage, was ist Glück? Gerda lebt in einem Altersheim. Im Rollator-Tempo geht es dem Ende zu. Der Comic beginnt ja auch mit dem Satz, oft denke ich, ich bin bereits tot und das ist die Ewigkeit. Ja, ist so ein komischer Wartesaal. Wie ist es tatsächlich, wenn man eigentlich am Schluss seines Lebens steht und eben auf Entscheidungen oder Dinge, auf sein Leben zurückschaut? Gerda zieht Bilanz. Bilanz eines gewöhnlichen Lebens, geprägt von den Zwängen, denen Frauen ihrer Epoche unterworfen waren. Sie musste ihren Beruf aufgeben. Das fand ich tragisch an ihrer Figur. Das tut weh. Die bohrendste Frage ist am Ende, war ich glücklich? So banal es klingt, ist für mich tatsächlich das Glück, im Leben selbst leben zu dürfen. Der Autor Thomas von Steinecker und die Zeichnerin Barbara Jelin haben die komplex erzählte Geschichte gemeinsam entwickelt. Ich habe damit begonnen, dass ich erstmal hier Bleistiftskizzen mache und notiere mir Textideen fürs erste Bild, zweite Bild, dritte Bild. Dann kriege ich das geschickt und das ist eigentlich die Version, wo wir am meisten drüber sprechen können. Die Idee der Folge war, das Pflegeheim, das Haus wird zu so einer Art Gedächtnis. Sie steigt nach unten, sie steigt wirklich in ihre Erinnerung herab. Der Wechsel zwischen Gegenwart und Vergangenheit ist das erzählerische Grundprinzip. Hier oben sind wir in ihrer Erinnerung. Das ist dieser Raum, wo die Liebesgeschichte stattfindet. Und dann, ja, als würde wirklich die Kamera runterfahren, kommen wir wieder zu Gerda im Heim. Wenn man zum Himmel guckt und sieht da ein Sternbild, was eigentlich aus Sternen besteht, die nicht mehr existieren. Die Erinnerung ist sehr ähnlich. Laute Momente, die eigentlich längst vergangen sind, ergeben plötzlich eine Form und einen Sinn. Genau das schafft auch diese Graphic Novel. Sie gibt den Dingen einen Sinn für Gerda und für uns.